Die Wiener Bezirksblatt Golftour führte 2011 durch 7 Wiener Einkaufszentren, wo Besucher die Chance hatten, sich für das Finale um den 100.000-Euro-Bad zu qualifizieren. Am 20. Oktober kam es in der Golfhalle Wien zum großen Showdown der 21 Finalisten. Darunter auch in der Golfszene bekannte Persönlichkeiten wie etwa der Golfplatzdesigner Gunter Hauser. Was machen Sie mit den 100.000 Euro dann? Naja, spenden hauptsächlich. Kein Golfplatz bauen? Das bringen wir gar nicht. Aber vielleicht für einen Pitch- und Putt-Platz einsetzen. Das ist jetzt im Kommen. Die Grüns sind ein bisschen seltsam onduliert, oder? Ja, die auf jeden Fall. Die drei Stufen sind schon ein Kriterium. Ich würde sagen, dass überhaupt keiner hinkommt bis zum Loch, weil das ist, da muss er so draufhauen, das ist ein Wahnsinn. Der Putt wird sehr schwer werden, aber ja, man kann nur hoffen. Und ja, ist halt wie ein Lotto-6, aber vielleicht klappt es ja. Ein Teilnehmer nahm den Event nicht auf die leichte Schulter und war gleich bei 6 von 7 Qualifikationen mit dabei. Ja, ich habe 6-mal mitgemacht und 5-mal durfte ich den Siegerscheck davontragen. Siegerscheck, das klingt, als ob du den Amateurstatus jetzt irgendwie gebrochen hättest. Wie hoch war der Scheck? Ich habe noch nicht nachgeschaut, aber ich glaube ein paar 100 Euro waren schon drinnen. Beim Versuch, den 25 Meter langen Putt zu lochen, der über 3 etwas heftige Breaks führte, taten sich die Teilnehmerinnen doch schwerer als erhofft. Keiner der 21 Finalisten konnte den gewinnbringenden Putt lochen. Die Bezirksblatt Golftour um den 100.000-Euro-Putt wird es auch 2012 wieder geben, verrät Bezirksblatt-Geschäftsführer Thomas Strachotter. Ich glaube, wir werden uns das wie heuer wieder irgendwie teilen. Wir werden sagen, Wiener Bezirksblatt und Golfrevue, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, spenden wir jeder 50.000 und machen wir wieder einen 100.000-Euro-Putt, vielleicht auf einer anderen Bahn im nächsten Jahr. Wir haben mit Versicherungsmenschen geredet. Hast du auch mit ihm geplaudert? Der hat irgendwie nicht so locker gewirkt, oder? Der war knochentrocken, beinhart und ist nach dem ersten Schlag, glaube ich, bis in Schwitzen gekommen, als die Dame da draufgehaut hat und knapp am Locherl vorbeigeschossen hat, ja. Und damit dann 2012 vielleicht die 100.000 Euro den Besitzer wechseln, konnten sich die Teilnehmerinnen bei Salmi Golf wertvolle Tipps für ihren Putting Stroke holen. Von der Geschwindigkeit her als solches auf die 4 Meter bei 2,184. Das passt, der Herr passt nachher auch. Als Rahmenprogramm gab es eine kleine Snack Golf Competition, bei der vor allem die jüngeren Gäste begeistert mitgemacht haben. Ich habe zwar schon 3 Bälle hingeschossen. Zuerst den ersten, dann den zweiten und dann den dritten.